Ein Weizenbock aus der bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch ein Bier aus der Kategorie Weizenbock. Und zwar ist das der Vitus aus Weinstephan. Und mein persönlicher Favorit in der Kategorie Weizenbock ist eigentlich, der Platz 1 ist eigentlich belegt. Und diejenigen von euch, die den Kanal länger verfolgen, wissen auch mit welchem Bier. Aber ich war ja neulich in Weinstephan, habe auf der einen Seite diese Biere mitgenommen und ganz viele SMS von Leuten bekommen, die in Weinstephan studiert haben und gesagt, oh, trink den Vitus, Weizenbock, super. Und ich habe eine Flasche dabei und muss ganz ehrlich sagen, bin sehr, sehr gespannt. 7,7 Volumenprozent Alkohol hat das Bier, 16,5 Grad Stammwürze, 17 Bittereinheiten. Das ist nicht weiter verwunderlich, dass das so wenig ist. Und wir haben das Ganze ja ein bisschen wärmer, 8 bis 10 Grad würde ich sagen. Obendrauf übrigens vom bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan haben wir da den Kronkorken drauf. So, und haltbar bis 4.4.2019. Hey, da bleibt noch fast noch ein Jahr Zeit mit dem Bier, aber wir machen es heute auf. Und man war so freundlich, mir auch ein Glas noch zu meiner Bierbestellung mitzugeben. Dann werden wir das doch auch mal in ein zünftiges Weißbierglas reinbringen. Boah. Jedenfalls ist der Vitus ein Bier, das sehr, sehr gerne schäumt, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Da Hefe mit dabei, dann müssen wir die auch noch ins Glas buxieren irgendwie. So, damit soll es jetzt erstmal für den Augenblick genug sein, aber wie ihr seht es schon, eine schöne orangene Bernsteinfarbe, schöne Trübung auch bei diesem Bier. Das sind 3-4 Fingerbreit Schaum obendrauf auf diesem Bier. Bei einem Weißbierglas gehört sich das allerdings auch so jetzt weiter nichts Außergewöhnliches. Und ja, tolle, leicht gelbliche Farbe. Auch der Schaum obendrauf. Und der sitzt herrlich. Schaut mal, wie ich das Glas schräg halten kann, ohne dass der Schaum auch nur ansatzweise oben aus dem Glas rausschwappt. Das ist schon große Klasse. Vielleicht muss ich das noch dazu sagen. Ich habe vor, das ist auch schon wieder viele Jahre her, mein erstes Weißbier gebraut und das, was ich mich gefragt habe, war, wie kriege ich möglichst viel Banane in ein Weißbier rein, also aromatisch. Und der erste Schritt war natürlich, man muss die richtige Hefe dafür haben, weil diese Banane natürlich von der Hefe kommt. Und da hat man mir die Weinstephaner Weißbierhefe ans Herz gelegt. Die habe ich verwendet, habe ein tolles Ergebnis gehabt, habe sogar ein Bier für eine Hochzeit mal damit gebraut für eine Freundin. Und selbst das Weinlokal, in dem diese Hochzeit stattfand, hat gesagt, wow, tolles Weißbier, tolle Banane. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße nach Weinstephan, auch an den Tissi, der mir einen tollen Tag da verschafft hat, auch an die Sandra, die das Ganze organisiert hat. Aber auch dieses Weißbier, dieser Weizenbock der Vitus, hat eine herrliche Bananennote in der Nase. Hat ja Weizen mit drin, viel Hefe. So wie es sich eigentlich für ein klassisches Weißbier gehört. Das Einzige, was ein bisschen davon abweicht, ist eine leichte Vanillenote. Ja, ich würde sagen, probieren das Ganze mal. Cheers! Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat so eine gewisse Erwartung an ein Bier und man trinkt es dann auf einmal und hoppala, das sind auf einmal Aromen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und der Vitus ist viel fruchtiger, als ich ihn erwartet hätte. Da ist Zitrusfrucht drin, da ist natürlich Banane drin, da ist aber auch ein bisschen Aprikose, also Marille, mit drin. Da ist Nelke mit drin. Wir sind schon weg von den Früchten. Aber Weizen, Aromatik, Hefe ist mit dabei. Und auch eine sanfte, bittere. Wir haben 17 Bittereinheiten, aber ist auch eine schöne
hopfige, bittere Note mit dabei. Tolles Bier. Wow. Was haben wir gesagt? 7,7 Volumenprozent Alkohol. Merkt man nicht viel von. Ich merke schon, die Studenten, die dort studiert haben, gefährliches Pflaster. Ja, es hat einen schönen mittleren Körper auch. Kohlensäure ist jetzt im Vergleich zu vielen anderen Weißbieren nicht zu intensiv, aber das Bier lebt eben in Wahrheit von dieser Fruchtigkeit, hat ein total tolles, cremiges Mundgefühl. Aber wie gesagt, die Kohlensäure jetzt nicht so vorwärtslastig wie bei einem normalen Weißbier. Ja, auch hinten raus, Banane ist eine sehr schön klare Banane, nicht so diese überreife Banane. Weizennoten nach wie vor auch im Nachtrunk hinten raus. Es ist ein bisschen trockener, bleibt aber schön fruchtig. Und wie gesagt, von den 7,7 Volumenprozent, da merkt man nicht viel. Sehr gefährliches Bier. Ich verstehe, was ihr gemeint habt, liebe Freunde. Und es ist ein klarer Platz 2, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meiner persönlichen Weizenbock-Hitliste. Tolles Bier, tolle Frucht, aber der andere, der hat einfach ein bisschen mehr Volumen, der ist ein bisschen kräftiger. Und deshalb gibt es von ProbierTV für den Vitus, den Weinstephaner Weizenbock, 4,5 Punkte für das Vitus, den Weinstephaner Weizenbock aus Freising. Ein Bier, was ich sehr, sehr gerne wieder trinken werde. Hab noch ein paar Biere von der Weinstephaner Brauerei im Programm und 4,5 Punkte. Hallo, das ist ja nicht wirklich schlecht, sondern das ist ein sensationelles Bier. Und in dieser Stelle für alle, die in Weinstephan studiert haben und die vermutlich so manche Studentenväter mit dem Vitus verbracht haben, ein herzliches Cheers, Prost und Ahoi an dieser Stelle. Wir sehen uns schon morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Und bis dahin nicht vergessen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, Prost, Cheers!